Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Ja, ich bin hier wieder auf der Sandsteinfestung-Map von Bogadirs. Die ist richtig geil. Die hat es mir richtig angetan. Ich finde die nämlich richtig, richtig gut. Und ich schreibe dir mal ganz kurz. Und ich werde jetzt diese Folge versuchen, in der Folge nicht einmal zu antworten. Wow, da habe ich mir was vorgenommen. Außer wenn jemand fragt, wie mein Kanal heißt, da werde ich schon antworten. Aber sonst versuche ich jetzt mal eine ganze Folge nicht zu antworten. Mal gucken, wie das gut geht. Und falls ihr irgendwie Fragen habt, bitte nicht weiß oder Fragezeichen sowas davor schreiben. Wenn dann, falls was wichtig ist, direkt die Frage schreiben. Weil dann ich dann nicht irgendwie nachhaken muss mit ja oder sowas. So, ich hoffe mal, es geht jetzt besser. Letzte Runde habe ich auf einer anderen Map ziemlich verkackt. Da hatte ich zwar ein Schwert, ein Goldschwert, aber irgendwie hat es ein bisschen geleckt oder ich war einfach schlecht. Boah, jetzt bin ich auch schon wieder richtig kacke. Gut, ein Schwert ist nicht übel. Kettenhemd, Kettenhemd, auch nicht schlecht. Und noch ein Schwertkacke, das hat sich jemand gegrapscht. Dann ganz schnell die Rüstung anziehen. Und draußen sind auch noch Kisten. Das habe ich ja erst letztens rausgefunden. Aber das Einzige Gefährliche ist daran, wenn man da rausgeht, dann kann man auch richtig leicht runter. Der hat ein Eisenschwert. Den muss ich mir holen. Boah, Halleluja. Das war knapp. Verdammt, jetzt darf mich keiner kriegen. Jetzt darf mich keiner kriegen. Was mir aufgefallen ist, ich habe kaum Essen. Das ist ja wirklich selten. Ich habe immer so viel Essen. Und ausgerechnet jetzt habe ich kein Essen. Gut, dann schleiche ich mich jetzt mal raus. Wenn ich jetzt runterfalle, dann. Ich muss mal hier dran kriegen. So. Gut. Zwei Steaks, das reicht mir. Bedank dich doch fürs Eisenschwert. Danke. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Eisenschwert. Das ist richtig geil. Und ich habe schon wieder geantwortet. Oh. Ich krieg's echt nicht hin. So, hüp, hüp, hüp. Ja, ich habe irgendwie vor 2 Tagen bei Gurme Sarg mitgemacht. Das war richtig lustig. Hat, wow, Spaß gemacht und der will mich töten. Und weil ich nicht volle Herzen habe, kann ich nicht richtig kämpfen. Okay, er hat doch von mir gelassen. Wahrscheinlich hat er da Angst gehabt, weil ich ein Eisenschwert habe. Ist hier vielleicht noch was draußen? Auf jeden Fall, jetzt muss ich mal hier draußen gucken. Okay, das nee, ist auf jeden Fall was richtig lustig. Die erste Runde habe ich ziemlich verkackt. Keine Ahnung, da habe ich nicht richtig mich konzentriert, weiß ich nicht. Und die zweite Runde bin ich sogar ins Finale gekommen. Da habe ich einfach auch nicht richtig aufgepasst. Auf jeden Fall war es richtig lustig, hat Spaß gemacht und möchte mich nochmal bedanken, dass ich mitmachen durfte. So, mal gucken. Slash List, wer lebte noch alles? Ach, nur noch 3 Stück, noch andere. Ja, der ist auch weg. Okay, der rennt weg. Ne, 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 so nicht falsch. Oh, der hätte gute Sachen. Sonst nicht. Aha, Essen. Jetzt habe ich genug Essen. Gut. Ist noch. Ja. Gut, weiter geht's. Slash List. Der Tobias nur noch. Oh, das wird eine schnelle Runde. Hoffe auch, dass ich das Ganze hier gewinne. Wo ist der Tobias? Tobias, wo bist du? Und ja, ich muss jetzt mal hier wieder hoch. Also ich muss noch mal sagen, also es haben mir ein paar sogar privat geschrieben, dass sie gerne mir Intros machen wollen und sowas. Aber halt. Ja, ich mach's mal. Ja, gut, hat geklappt. Super. Gute Runde, muss ich sagen. Auf jeden Fall haben mir viele gesagt, dass sie Intros machen können und sowas. Und aber es muss halt ein bisschen halb professionell sein. Also, weil es soll jetzt nicht wirklich dann sein, dass dann da Weißwein steht. So in Schwarz-Weiß und dann Ende. Das kann ich auch machen. Das kann ich sogar ein bisschen besser noch. Deswegen, wenn, dann sollte es auch was professionell sein. Ich werde aber jetzt mal gucken, wo ich vielleicht was Besseres bekomme. Und ja, das war mal eine ziemlich kurze Runde, aber recht spannende. Und da würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.